Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg. Zurück im Stardew Valley und es gibt eine neue Folge Living on the Land. Willkommen zu Living on the Land. Wir sind hier zurück für euch mit einem weiteren Tipp für euch alle. Jetzt hört gut zu. Habt ihr eine Spa in eurer Town, also in eurer Stadt, also eine Becken, eine Bad, eine Badehaus? Dann entspannt euch und haltet still in dem dampfend heißen Wasser, um eure Energy wiederherzustellen. Ah, das tut gut, nicht wahr? Ja, das tut es. Die Wetteransage sagt, dass morgen sonnig wird und die Geister sind heute überhaupt nicht glücklich. Aber unser Mais ist fertig. Und die Sternenfrucht. Super, super. So, falsche Truhe. Ich will hier erstmal Sachen wegtun. Hier, das da, das da, das da. Das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Ja. Ich räume hier erstmal ein bisschen was aus dem Weg, auf dass wir hier unseren Kram haben. Um alles andere können wir uns jetzt kümmern. Und ist das nicht ein Traum? Unsere Scheune hier ist fertig. Das ist doch schon mal was. Das heißt, wir mit etwas Glück. Guten Morgen, Bripik und Lasko. Es freut mich, dass es euch gut geht. Tobt euch aus, meine Lieben. Tobt euch aus. Auch unser Hopfen ist fertig. Schon wieder. Das ist der Springflyer. Den habe ich da hingesetzt. Ich erinnere mich. Manchmal passieren Dinge in der Vergangenheit. Und dann ist man plötzlich in der Gegenwart und nichts ergibt Sinn. So gar nichts. Oh, Mais. Mais davon gleich dreimal golden, ne? Und Pepperoni. Das ist wunderbar. Mit diesen Erzeugnissen können wir auch gleich dann ja ordentlich Gewinn machen, ein bisschen was in die Truhen tun. Das Schöne ist ja auch, dass wir gleich 3 von 5 gebrauchten goldenen Mais haben, weil wir die ja ins Center tun können für die Qualitätsbündel. Das ist schön. Ja, Kortike, beruhig dich mal. Take a chill pill. Out of Wasser. Das macht überhaupt nichts. Aber sobald es das nächste Mal regnet, werde ich auch versuchen, meine Gießkanne aufzuwerten. Obwohl ich bis dahin wahrscheinlich schon wieder irgendwie zu viel Geld ausgegeben habe. Ja, sehr gut. Aber das macht ja nichts. So, wenn es nämlich soweit ist, kann ich nämlich endlich die 5er reingießen. Spätestens im Herbst sollte das eigentlich soweit sein. Dann spare ich auch einfach wieder Energie und Zeit. Und dann ist auch bald schon Zeit für goldene Instrumente. Und ja. Ach ja. Eine Sternfrucht, sie ist golden, sie ist mega viel wert, aber sie kommt trotzdem in die Truhe, weil wir sind ja keine Verschwender. So. So, wir haben hier 3-mal goldenen Mais. Wir können eine Peperoni reintun. Wir tun die Sternfrucht auf jeden Fall rein. Wir tun unsere ersten Maisfinger rein und den normalen Hopfen. Der Rest wird eiskalt verkauft. So, wir haben hier so schön Eisenbarren und wir können noch mehr Eisen machen. Ganz einmalig. So, oh, warte, Kortike. Auch bestimmt noch ein Trinki. So. Jetzt kann Kortike was trinken und wir, meine Lieben, wir können jetzt eine Kuh kaufen. Oder auch 2. Eine noch nicht näher bestimmte Anzahl Kühe.
Oder auch nicht. Wow! Wer war das? Luther Vico. Ich habe mich in den Wäldern verirrt, als ich ein Eichhörnchen gejagt habe. Kannst du mich zurück zu Tante Mani bringen? Ich werde dich zurückführen. Danke, Ludovico. Ich bin sehr viel schneller als sie. Das ist überhaupt nicht effizient. So verliere ich sie. Oh mein Gott. Jess, bist du in Ordnung? Ich hab überall für dich. Ich wollte schon nach dir suchen. Ich habe mich im Wald verlaufen. Ludovico hat mich gefunden. Komm erstmal rein. Ich mach dir dein Lieblingsessen, okay? Danke, Ludovico. Perfekt. Wo ist Tante Marnie? Die macht... Ah, ich mag Jazz kennt mich nicht. Ah, jetzt kann ich mit... Jazz, alles gut? Oh, suchst du nach Tante Marnie? Ja. Marnie Strange, ja toll. Wo ist die Frau? Sie hat eine Ziege. Aber ehrlich, wenn du dich auf eine Sache verlassen kannst, dann, dass Mani nicht arbeitet. Hin und wieder frage ich mich, warum ich es überhaupt versuche. Mani scheint nie ihrer geregelten Arbeit nachzugehen. Sam hat am Mittwoch Geburtstag. Harvey möchte einen Amethysten. Ja, bei dir ist auch niemand. Dr. Harvey. Dr. Harvey, ich bring dir den Amethysten. Wo ist Mani überhaupt? Ach, Mani ist neben ihrem Haus. Was bedeutet, dass sie montags nicht arbeitet. Genauso wie dienstags. Mani ist eine frustrierende Person. Nein. Amethyst, ja. Eine lilafarbene Variante des Quarz. Dr. Harvey. Wo bist du? Dr. Harvey ist beim Brunnen. Schubilu. Ah, Demetrius beobachtet voll Interesse diesen... Hey, du hast mir den Gegenstand gebracht, nachdem ich den gefragt habe. Vielen, vielen Dank. Mal sehen, hier ist, was ich dir schulde. Es ist okay, eine durchschnittliche Menge Sonnenlicht zu bekommen. Verbrenne dich einfach nicht. Okay, pass auf dich auf, bleib gesund. Das war richtig gut. Das war finanziell effizient. Moment mal, heute ist Montag. Montags arbeitet Robin doch bestimmt. Dann kann ich
jetzt eventuell ja nochmal meinen Stall umstellen. Umstallen sozusagen. Dafür. Nein, die bleiben nicht auf. Sorry, Leute. So. So, Robin ist zwar gerade erst fertig mit unserem letzten Auftrag, aber wir brauchen halt richtig viel Kram von ihr. Das entspricht leider der grundlegenden Wahrheit ihrer Existenz. Sie muss uns mehr bauen. Das Tolle ist ja, dass das Verschieben von Gebäuden gratis ist. Wäre das nicht der Fall, dann wäre das echt dramatisch für uns. Also, ja, Louis, ich dränge mich mal vor, okay. So, ich möchte ein Gebäude bewegen. Und zwar mein Haus. Das So, da ist jetzt zwar eine Reihe hinter frei, aber so sieht es irgendwie besser aus. So, ja. Doch, doch, doch. Ist das nicht ganz einmalig jetzt? Ja, ist es. So. Und für unsere Zukunft brauchen wir noch ein Silo. Deswegen bauen wir jetzt ein Silo. Wir können das hier einfach hinter das Haus bauen. Das sieht bestimmt gut aus. Wenn nicht, dann bauen wir es einfach um. So, okay, ich fange morgen gleich als erstes an deinem Silo zu arbeiten. Das ist super von dir, Robinino. Wir holen uns einfach... Obwohl, ja, der Tag ist ja fast vorbei, dann können wir mit der Energie auch jetzt haushalten. Wir sind ja schon groß. Wir angeln einfach noch ein bisschen oder sowas. Angeln. Sonst haben wir ja gerade eh nichts zu tun. Mani hat ja beschlossen, heute nicht zu arbeiten. Obwohl, hat sie wirklich beschlossen, heute nicht zu arbeiten? Jetzt scheint sie doch in ihrem Haus, obwohl, vielleicht auch nicht. Sagen wir einfach, sie ist nicht in ihrem Haus und dann können wir jetzt beruhigt sein, weil um 4 Uhr schließt sie eh. Weil so ist sie halt. Das ist, was Mani ist. Unzuverlässig. Ein schlechter Geschäftspartner. Immer schon gewesen, wird sie immer bleiben. Alleine ist... Oh. Wow, das lief gut. Das lief gut, ich bin ein guter Angler. Ja, grüne Alge. Ja. Fisch, du entkommst uns nicht. Du entkommst uns nicht. Fisch, nein. Der Fisch entkam uns total. Angeln. Ich meine, wir machen das ja, weil wir davon überleben müssen. Andere Leute machen das zum Spaß. Absurd. Linus hat wahrscheinlich auch gerade geangelt. Sitzt da an seinem Lagerfeuer, brät sich seinen Fisch und sagt sich: Essen. Ich hab Hunger. Das läuft gut. Ja, den haben wir gefangen. Und es ist ein Barsch. Ein Großmaulbarsch. Der hat uns... Das war der Fang, auf den wir alle gewartet haben.
Der Großmaulbarsch. Das ist jetzt aber kein Großmaulbarsch. Das ist irgendwas anderes. Nein, es ist noch ein Großmaulbarsch mit einem neuen Rekord. Er ist riesig. Er ist gigantisch. So kriegen wir unser Angel-Level erhöht. Ja, perfekt. Oh, ein perfekter Maulbarsch. Großmaulbarsch. Das Glück mag heute nicht auf unserer Seite sein. Oh. Und dennoch ist da eine Schatztruhe. So sollen wir nur den Fisch kriegen. Bleib bei uns, Fisch. Das ist ein Karpfen. Und in der Truhe ist noch ein Karpfen. 10 Köder. 10 Köder ist mehr, als ich vorher hatte. Das sind die wahren Belohnungen des Angels. Die Schätze des Meeres. Oder des, die Schätze des Sees. Der Schatz im Bergsee. Das war ein guter Fisch. Einen schaffen wir noch. Danach geht uns die Energie aus. Und dann müssen wir nach Hause und schlafen. Ja, da ist er. Noch ein neuer Rekord in Form eines Chubs. Und dann können wir ja jetzt auch schon wieder nach Hauhuse. Bitte mich in Ruhe. Nein! 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 Oh, blödes Plopfenster. Deinetwegen bin ich jetzt schneckisch. Und muss diese Alge essen, um zu überleben. Schnell ins Bad. Vielleicht hilft das. Diese Form der Entspannung. Ich finde es bedenklich, dass hier einfach niemand reingeht außer uns. Egal, welche Tageszeit es ist. Sind halt immer noch erschöpft, offiziell. Aber was, wenn wir es gleich nicht mehr sind? Dann hätte sich dieser Ausflug in die Therme ja schon gelohnt. Der Mann hat's gesagt, es entspannt, es füllt unsere Energie wieder auf. Livin of the Land Opa wusste was, wovon er redet. Ja, nee, leider nicht. Ah, bitter. Bitter, bitter in der Tat. So. Aber jetzt kann uns halt auch auf dem Weg nach Hause nichts Schlimmes mehr passieren. Zumindest nichts Schlimmeres als das, was uns schon passiert ist. Deswegen, Kinder, werft nicht einfach mit eurer Angel durch die Gegend, nur weil ihr sie gerade in der Hand habt. Passt auf, was ihr in der Hand habt und ja, tweet, 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 tweet. Ja. Okay, morgen ist Mani ja auch wieder nicht bei der Arbeit, weil sie ja fast nie arbeitet. Mani beim Arbeiten zu erwischen ist auch einfach eine Seltenheit. Mani gehört zu diesen Menschen, die nicht glauben, dass sie es nötig haben. Mani sagt sich, ich bin zu cool zum Arbeiten. Und ich kann ihr da nicht recht geben.
Aber hey, sie ist das. Sie muss wissen, was sie tut. Ist ihr Geschäft. Warte mal, wir können eigentlich auch gleich schon unsere Mayonnaise-Maschine neu aufstellen. Stellen wir die denn jetzt am besten hin? Dann können sie ja jetzt hier erstmal hin. Eisen rausnehmen. Nicht wahr, Kurtike? Ja. Und dann können wir auch schon wieder für die Nacht uns zur Ruhe legen. Oh, die Gelder, sie fließen. Es sind fast 2000 noch einmal. Wenn das mal nichts wert ist. Ist eine Menge wert. Wir haben schon wieder Dienstag. Und an diesem Dienstag werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenburg.